Herzlich willkommen, lieber Zuschauer, hier in meinem Hangar. Für die Star Citizen Enthusiasten unter euch ist diese Woche im Dezember 2014 was Nettes passiert. Am 11. nämlich ist ein neues Raumschiff in den Hangar gewandert, der Anvil Gladiator Bomber. Und aus diesem Anlass wollte ich euch eine kleine Tour anbieten, um euch mal diesen Bomber zu zeigen. Hier in meinem Industrial Hangar oder auch Asteroid Hangar, Piratenhangar. Gibt ja mehrere Namen für. So, gehen wir mal hier runter. Interessant an dem Bomber war halt, das ist er übrigens nicht, das ist der Freelancer, war, dass er eben halt Platz verschwendet hat. Ganz zu Anfang, als er jetzt am Dienstag rausgekommen ist, belegte der so eine Medium-Sized Plattform, also so Größe M, hier so wie der Freelancer. Das war eigentlich ziemlich erstaunlich, deswegen, weil die Spezifikationen zu dem Schiff waren auch ziemlich merkwürdig. Hatte dann da so Angaben darüber, dass der nur 14 Meter groß sein soll, also lang sein soll und 11 Tonnen wiegt. Damit wäre der Bomber ein ziemlich leichter Bomber gewesen und ein ziemlich kurzer Bomber. Da der dann auch auf der Plattform eben halt stand, so ganz alleine, ohne vergleichende Proportionen von anderen Schiffen, war er echt verloren und sah echt klein und popelig aus. So, ich habe jetzt mal das so gemacht, dass ich hier drei Schiffe nebeneinander gestellt habe, damit wir einen Vergleich haben. Also hier links steht der Bomber, der Anvil Gladiator Bomber. Dann haben wir eine Hornet, eine Standard Hornet, so die zivile Variante und noch so eine Aurora als Größenvergleich. Leider kriege ich den Bomber immer nur hier hinten an diese äußeren Teile, nie in die Mitte. Ich weiß nicht warum. Und leider ist er dann nicht besonders gut ausgeleuchtet. Jetzt kann man ungefähr erkennen, ja, so die Hornet und der Bomber sind doch ungefähr gleich groß. Die Spezifikationen wurden dann nochmal überarbeitet. Am Freitag dieser Woche kam dann die Broschüre raus und jetzt weiß man auch, wie groß das Ding ist oder wie lang das Teil eben halt ist. Er hat 22 Meter Länge und 26 Tonnen Gewicht. Im Vergleich dazu, so eine Standard-Hornet hat dann 23 Meter und 22 Tonnen. Das heißt, die ist ein bisschen größer, aber dafür auch ein bisschen leichter. Ich habe auch gedacht, also so ein Bomber, der muss schon schwerer sein. Der hat ja Bomben an Bord und die wiegen ja einiges. Ja. Interessant hier an dem Konzept von dem Gladiator ist hier die Landemechanik, also die Landeklappen, die hier ausfahren und dann kommen da solche flatschigen Schuhe raus. Das sieht sehr interessant aus. Wird auch vor allen Dingen dann cool, wahrscheinlich, wenn die Animation gestartet ist, wenn das Raumschiff losfliegt. Das wird dann noch interessant. Das finden wir hier an den Flügeln, aber natürlich auch hier vorne an der Nase. Auch da klappt dann dieser Schuh ein. Sieht so ein bisschen, ja, sieht erstmal witzig aus. Dann haben wir hier so eine Antenne. Da es sich um einen Long-Range-Bomber handelt, also der über weite Strecken fliegen kann, braucht er natürlich auch Kommunikationseinheiten, damit er eben halt dann auch gesteuert werden kann, wohin er fliegen soll, beziehungsweise diese Informationen dann abgreifen kann. Dafür ist es wahrscheinlich diese Antenne da ganz nett gemacht. Ja, ansonsten zeichnet den Bomber halt aus. Er besteht oben aus einem Cockpit und einem Geschützturm. Beide Plätze sind nicht direkt miteinander verbunden. Es handelt sich um ein Zweisitzerschiff. Das ist nett, weil man kann mit seinen Kumpels dann fliegen. Aber beide Bereiche sind nicht direkt miteinander verbunden. Also man kann da jetzt nicht in dem Schiff hin und her laufen. Es gibt auch keine Frachteinheiten. Die einzige Fracht, die dieser Bomber trägt, ist eine tödliche Ladung. Das sind dann die Raketen und die Torpedos, um Großkampfschiffe auszuschalten. Hier an der Seite hängen schon zwei solcher Raketen. Das sind sogenannte Firestorm-Raketen. Die sind natürlich dafür da, um Jäger abzuwehren. Dann haben wir hier die MK4-Laser von Baring hier angeschraubt unter den Flügeln. Also haben wir zwei von denen davon und vier Raketen. Oben auf der Kuppel sollten eigentlich die Badgers montiert sein. Das sind sogenannte CF-117 Badger von Klaus und Werner, also von Klaus und Werner. K&W bauen diese Knarren, ziemlich mächtige Geräte, die ordentlich Schaden verteilen können gegen Angreifer. So, hier haben wir mal ganz kurz das Hinterteil gesehen von dem Raumschiff.
Wie gesagt, die Ästhetik ist so ein bisschen eigen. Sie erinnert doch aber stark an Anvil Aerospace, so ähnlich wie drüben bei der Schwester, dem Schwesterschiff, die Hornet. Ist dann doch sehr ähnlich und man merkt, dass sie aus einer Familie stammen. Ein weiteres Schiff von Anvil Aerospace ist ja die Carrick, die ja auch vor kurzem erst zum Decken auf der Star Citizen-Seite oder auf der SI-Seite zur Verfügung standen. Hier unten drin sind die Ladeluken bzw. ist der Aufenthaltsbereich für die Torpedos, also die Torpedo Bay finden wir hier. Und die große Frage ist halt, wie kommt man in dieses Schiff jetzt nun hinein? Und da habe ich lange, lange, lange gesucht beim ersten Mal und dann bin ich dahinter gekommen, dass man hier tatsächlich hier direkt unter den Bauch kitzeln muss. Man drückt dann F und dann passiert Folgendes. Ja, das ist doch mal eine nette Animation. Also das hat mich ziemlich geflasht. Zu Anfang war das ziemlich aufregend. Man suchte sich da die ganze Zeit einen Wolf, um diesen Funktionsbereich zu bekommen, um den dann zu aktivieren. Und dann kommen hier diese beiden Sitze runter. Ne? Der eine fährt hoch in den Geschützturm, der andere fährt ins Cockpit. So, wir steigen jetzt mal hier nach vorne ein, um das Cockpit zu sehen. Ich versuche mal den Fokus wieder zu kriegen. Das ist schwierig. Da muss noch irgendwie. Das muss noch verbessert werden, finde ich zumindest. Das stört mich nicht nur hier an diesem Schiff. So, setzen wir uns mal rein. Ja, nette Soundeffekte, nette Animation unterlegt eben halt mit diesem tollen Sound. Das macht richtig Spaß, ist mal eine ganz andere Einsteigemechanik, als wir das so kennen von den anderen Schiffen, wo man über Leitern reinkrabbeln muss oder Ladelugen öffnet etc. So, das ist hier das Cockpit. Das sieht auch schon sehr schick aus, finde ich zumindest. Also ist nett gemacht. Die Platzhaltergrafiken sind hier auch schon so sichtbar, je nachdem, wie meine Grafikkarte gerade so drauf ist oder in welcher Stimmung sie ist, sieht man mal mehr und mal weniger. Das ist eigentlich ganz interessant. Ja, schickes Cockpit, finde ich. Hat eine gute Sicht eigentlich hier, vor allen Dingen nach Backbord und nach Steuerbord. Interessant ist halt, dass man hier ja, dann so ein Fenster hat, so eine Art Klofenster, um nach die Sicht nach vorne zu haben. Das wird vielleicht einigen Leuten nicht gefallen, ich finde es aber ziemlich cool. Interessant sind dann eher so auch noch diese gelben Streben, die wir da sehen. Ich weiß nicht, da kann man das Fenster aufreißen, um dann mal ganz kurz rausgesogen zu werden in den Weltraum. Nee, wir werden sehen, keine Ahnung. Man muss ja auch in irgendeiner Art und Weise, wenn man ejecten, also aussteigen will aus dem Raumschiff, was, weil, keine Ahnung, weil man eben halt getroffen wurde. Muss man hier irgendwo hin ejecten. Vielleicht geht das dann hier direkt vorne durch das Frontfenster. Das wäre ja eigentlich ganz interessant. Ist aber nur eine Vermutung von meiner Seite. Ja, normalerweise würde man jetzt hier rechts und links diese CF-117 Badgers sehen. Leider sehen wir die hier nicht. Ja, der Pilot, wie gesagt, ist dann hier unterwegs und steuert dann die Ziele an. Und avisiert natürlich dann die Großkampfschiffe, muss dann die Torpedos dementsprechend dann auch organisieren bzw. aufschalten. Und das macht er. Und währenddessen er das tut, muss das Schiff ja, man kennt das ja aus Wing Commander-Zeiten noch, eben halt den Kurs halten. Und dann ist ein Bordschütze ganz wichtig, um, sagen wir mal, feindliche Jäger abzuwehren. Und was der Bordschütze so machen muss, das sehen wir jetzt gleich. Da fahren wir jetzt nochmal raus und gehen hinten rein. Hier auch noch mal eine nette Animation, kleiner Abschlag mit dem Frontfahrgestell. So, versuchen wir mal hinten reinzukommen. Ne? Ne? Ja, man muss das schon auch immer genau treffen und dann hat man es und dann bleibt es aber nur kurz. Es ist, man muss das wirklich, es ist jetzt. Thank you.
Ja. Dafür entschädigt dann wiederum diese Animation, die auch sehr nett gemacht ist. Und natürlich auch der Soundteppich, der da drunter gelegt ist. Das ist sehr, sehr nett. So, jetzt sitzen wir hier oben in der Kuppel. Hat einen wunderbaren Ausblick. Diese Kuppel ist natürlich schwenkbar. Die kann sich einmal um die eigene Achse drehen. 360 Grad sollte hier möglich sein mit dem Teil. Ja, und dann kann man hier ordentlich Gas geben, beziehungsweise nicht Gas geben, sondern ordentlich eben halt die Geschütze bedienen. Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, das ist eine super Aussichtsplattform hier, um hier einfach so abzuchillen, währenddessen man durch den Weltraum cruist. Denke ich mir, das ist eine schöne, schöne Möglichkeit, hier die Sterne zu beobachten. Also das werde ich auf jeden Fall machen, wenn dieses Schiff denn dann bald in den Arena Commander kommt, um es eben halt auszunutzen. Das wird noch eine Weile dauern, weil wir natürlich ja da noch warten müssen auf den zweiten Versionspatch für den Arena Commander, wenn die Multicrew-Ships, und hierbei handelt es sich um eins, wir haben hier zwei Sitzer, in den Arena Commander wandern. Da muss ja CIG noch einiges programmatisch, codingtechnisch erledigen. So, haben wir mal kurz die Perspektive geändert, um mal das Schiff so in Gänze zu sehen und auch mal vielleicht von oben. Dann erkennt man auch, wenn man hier jetzt so rauscrolle, dass ja, das ist so eine typische Silhouette von diesen Anvil-Schiffen. Zumindest wenn man die Schwester da drüben, die Hornet, vergleicht, sind die beiden doch miteinander verwandt. Also man kann da schon die familiäre Zuordnung kann man hier erkennen. Und interessant ist halt hier bei dem Bomber, dass er fast genauso lang ist wie breit. Also er hat dann doch so ein bisschen Scheiben, so was Scheibenartiges, will jetzt nicht sagen UFO. Interessant auf jeden Fall das Design. Hier diese vier grünlich-bläulich leuchtenden Teile, das sind die Steuerdüsen, die Thrusters, mit denen man das Schiff im Raum manövrieren kann. Die also Gott, oh Gott, die Manövrierungssteuerungsdüsen sind das hier. A4 an der Zahl. Und in der Mitte ist ja hier wieder auch so ein, ja, so ein rundes Gebilde. In dem Falle ist das auf Neudeutsch das Powerplant, beziehungsweise, wenn man das übersetzen würde, wäre das das Kraftwerk eigentlich, ist das der Energiegenerator, der drin steckt, um das Schiff mit Energie zu versorgen. Also haben wir hier die Energieversorgung drin. Die ist ein bisschen, die ist ein Strich weniger als das, was die Hornet zur Verfügung hat. Aber sie sollte ausreichen, zumindest in den Marketingbroschüren steht drin, sollte sie ausreichen, um das Schiff mit ordentlich genügend Energie zu versorgen. Ja, könnte mir vorstellen, dass man das natürlich auch austauschen kann, so wie das grundsätzlich möglich ist bei den Anvil-Raumschiffen, die sehr modular aufgebaut sein sollen oder sind, oder es ist ja auch geplant, dass man hier unterschiedliche Module eventuell in Zukunft noch hinzufügen kann. Wer weiß, ob es noch Varianten gibt dieses Bombers. Werden wir sehen. Ja, zumindest, ja, schickes Schiff ist das geworden und ich, wie gesagt, ich finde es am coolsten, finde ich die Einsteigemechanik bis jetzt. Das ist wirklich mal was ganz Neues, das ist interessant und ich hoffe, ihr seht das genauso. Ihr könnt dieses Schiff noch plätschen und damit Star Citizen unterstützen, beziehungsweise dann RSI. Ist jetzt gerade scharf geschaltet worden auf der Webseite. Und wer möchte, also wer einen Bomber fliegen möchte im Persistent Universe, also im Persistent Universe oder eben halt auch dann darüber hinaus über die Jahre, der kann jetzt noch zugreifen und kann sich den Bomber zulegen. Interessant ist, wenn der andere große Langstreckenbomber noch hinzukommt, der Retaliator, der ja dann noch also viel größer sein wird, also der hat ja dann schon so eine, der ist ja so in der Größenordnung der Constellation ungefähr, wenn der dann noch kommt. Wenn der in den Hangar wandert, werde ich darüber auch berichten. Ansonsten sind wir jetzt hier am Ende meines Vortrages. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, ihr schaltet dann beim nächsten Mal wieder ein, wenn neue Schiffe in den Hangar kommen. Es passieren ja jetzt noch ein paar Dinge nächste Woche oder beziehungsweise vor Weihnachten, ob es genau vor Weihnachten oder während der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr passiert, wird ja noch der Patch kommen, der Patch 1 für den Arena Commander. Und dann soll man ja angeblich alle Einsitzer-Raumschiffe im Arena Commander fliegen können. Und das wird dann interessant werden, deswegen, weil dann die Evanger endlich auch zum Testen
genutzt werden kann, also was Dogfighting angeht und Flugverhalten. Und der Gladius kommt ebenfalls noch dazu. Also es wird spannend. Ich wünsche euch was. Bis dahin, macht's gut und tschüss.